Willkommen zurück bei Mario Party 1, die Minispielinsel. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Welt 5 und Welt 3, aber wir machen alles der Reihe nach. Außerdem ist Welt 5 ja bestimmt auch viel schwieriger. Und Welt 3.1 ist wildes Ausschneiden. Auch das habe ich eigentlich drauf. Das gibt es in vielen Mario Partys, dieses Spiel. Und ach, 80 Punkte locker. Absolut kein Problem. Was ich nur sehr interessant finde ist, wartet mal, ich werde das jetzt höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut ausschneiden. Und dann kommt immer mindestens ein Computergegner, der, sagen wir mal, nicht so schön ausgeschnitten hat. Und trotzdem hat er eine ähnliche Punktzahl wie ich. Okay, ganz optimal ist meins jetzt auch nicht, muss ich sagen. Ist aber auch eine blöde Form. Normalerweise mache ich das immer besser. Naja. Ich hoffe mal, das kommt auch in irgendeiner Party dran, dass ich das mal richtig gut zeigen kann. Okay, Luigi war wirklich gut. Und trotzdem habe ich 97. Ja, okay, der ist unten rechts ein bisschen ausgewichen. Aber Luigi war wirklich gut. Ja, diesmal sieht das eigentlich alles ganz normal aus. Okay, aber oft ist es auch so, dass ich richtig gut bin und ein Computer macht ein, zwei Stellen richtig schlecht und hat trotzdem fast so viele Punkte wie ich. Und das kann irgendwie nicht sein. Aber hier war jetzt eigentlich alles genau richtig. Super. Gut, weiter. 3-2. Vergrabener Schatz. Ach, auch das kennen wir. Wir müssen halt jetzt Glück haben, dass der Schatz nicht direkt bei einem Computergegner ist. Keine Besonderheit bei dem Minispiel. Wir müssen die Truhe finden. Oh, wer hätte das gedacht? Mal nachschauen. Ist halt jetzt auch viel vom Glück abhängig, ne? Weil ich kann ja nicht riechen, wo der Drecksschatz ist. Der erste Pfeil ist zu sehen. Ich glaube, der zeigt da nach links. Ja, toll. Klar, ich hätte den finden können, aber... Ach man, das nervt mich, dass ich da so knapp vorbei bin, ey. Dammit, aber dieses Up ist weg. Try again. Ist das Teil jetzt eigentlich an der gleichen Stelle oder woanders? Lol. Ich gehe da jetzt nochmal hin und schaue, ob er da nochmal ist. Ich glaub's aber nicht. Das wäre ja schon übelst schlecht. Aber bei dem Spiel wird ja viel vorausberechnet. Von daher kann es echt sein. Ne, diesmal ist da ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Oh oh. Ich fürchte, das ist da irgendwo, wo der Luigi ist. Na? Was? Nein! Bin schon wieder knapp daneben gegangen. Ach komm, ey, was ist das hier für eine Verarsche, ey? Scheiße. Jetzt lass mich doch die Truhe auch mal bekommen. Kann doch nicht sein, dass ich bei dem Minispiel jetzt hier alle meine Ups verbrate. Hallo? What the hell? Nice. Ja, es ist halt schwierig. Weil es unvorhersehbar ist. Ich drücke ja schon so schnell ich kann den A-Knopf, aber wenn halt nirgends ein entsprechender Pfeil ist, nützt das alles nichts. Hier ist auch nichts. Ach komm, laber nicht. Nein, da oben! Den kriege ich nicht. Oder? Die sind... Ah, ist der Wario blöd! Habt ihr das gesehen? LOL! Also, dass ich das bekommen habe, ist witzlos. Oder? Sowohl Peach als auch Wario haben Tomaten in den Augen, in den Ohren und sonst wo. Das kann doch nicht sein, dass sie das nicht gesehen haben. Naja, gut. Haben wir das hingekriegt. 3-3 ist der Wüstensprint. Was war das nochmal hier? Ah, ich glaube, ich... Ja, okay. Beende ein Level, in dem dein Team gewinnt. Wer hätte das gedacht? Das ist eigentlich auch machbar. Da muss man im Prinzip eigentlich nur ganz schnell links und rechts drücken. Und solange der Yoshi keinen Fehler macht, ist alles... in Ordnung. Rechts habt ihr einen kleinen Grafikfehler. Sorry, aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Hier muss man halt ganz schnell vorbei. Und ich sehe gerade, die holen auf. Das geht ja mal gar nicht. Also eigentlich muss man immer nur das drücken, was einem angezeigt wird. Und der Yoshi da hinten, ich glaube, der drückt dann entsprechend das andere. Nee, wir haben jetzt da nicht verloren, oder? Dein Ernst? Okay. Dann hau ich das Teil jetzt halt so schnell hin und her, dass wir überhaupt nicht mehr verlieren können. Ist das klar? Das ist ja mal derbe Scheiße, dass die Computer so gleichwertig sind.
Oder dass mein Yoshi dumm ist. Ja, was? Warum? Wieso denn? Was habe ich denn gemacht? Ja, klar, wegen einem Fehler bin ich so weit hinten. Dann kann man es doch gar nicht mehr schaffen, oder? Außer der Stein kommt jetzt in der richtigen Sekunde runter und der Luigi wird zerquetscht oder kann nicht weiter. Los, komm runter, du Spast. Ja, super. Oh my god. Oh, die machen Fehler. Und ich habe nicht weitergemacht, weil ich eigentlich aufgegeben hatte. Oh nein. Nein. Hätte ich weitergemacht, hätte ich es geschafft, oder? Kriege ich es noch hin? Kriege ich es noch hin? Nein. Oh. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja gut, ich lese mir jetzt mal die Spielregeln durch. Vielleicht ist es echt besser, wenn man nicht dauernd hin und her drückt. Aber ich habe so bisher immer gewonnen. Das sind jetzt die einzigen beiden Fails, die ich kenne. Schritt mit rechts, Schritt mit links. Wenn ihr nicht beide zur gleichen Zeit den Dings drückt, kommt ihr aus dem Takt und fallt zurück. Okay. Ich finde es ja sehr interessant, dass es bis jetzt immer geklappt hat, weil ich wie wild hin und her gedrückt habe. Das heißt, der Yoshi hat dasselbe getan, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Aber okay. Ich versuche es mal jetzt ein bisschen getimter zu machen. Ja, läuft immerhin nicht schlecht, ne? Läuft sogar richtig gut, Alter. Komm, Yoshi, schneller, dann könnt ihr nicht durch. Ja, doch, sie haben es geschafft. Aber wir sind deutlich vorne. Wer hätte das gedacht? In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich dazu nur. Und sorry für den Grafikfehler, aber für den kann ich echt nix. Ist halt leider bei manchen Minispielen so. Ach Gott. Jetzt sind wir auch hier mal durch. So viele Fails in diesem Part, wer hätte das gedacht? Dabei ist es gar nicht schwierig, es ist halt viel, bisschen, naja, komisch. Sagen wir es mal so. Großes Tauziehen. Ach, das ist sowas ähnliches. Was musste man da schnell drücken? Da ist man der Einzelspieler, ne? Ja, genau. Drehe den Dreck, um beim großen Tauziehen am Seil zu ziehen. Und die anderen müssen rein. Ja, das kriege ich ganz schnell gebacken eigentlich. Also im Drehen bin ich gut. So, ich pack den Controller. Derbe und tschüssi! Los! Jetzt bald! Also, 5 Sekunden hat das gedauert. Ziemlich lang eigentlich. Aber Hauptsache, sie sind down. Und wir haben die Kohle. Haha! Und so ein Wüstengras ist auch noch in die Fresse reingefallen. Wie das schmecken muss? Naja, Link aus Skyward Sword wird's wissen. Der sammelt das Zeug ja. Und 15 Coins bekommt man da. Episch. 3, 5. Schiefe Türme. Schiefer Turm von Pisa, oder was? Ach, das. Springe von einem klippenden Turm zum nächsten. Beende den Level, in dem du das Ziel erreichst. Okay. Also es ist nicht wichtig, wie viel Münzen ich mitnehme, oder? Ich muss es einfach nur schaffen. Aber es wäre natürlich besser, wenn ich Geld mitnehme, ganz klar. Und man muss erst im letzten Moment springen. Wow, das sieht voll hässlich aus. Man hat das Gefühl, man springt voll weit. Ich hab doch A gedrückt. Man hat das Gefühl, man springt voll weit. Aber eigentlich tut er das nicht. Da ist die Grafik und die Kamera so ein bisschen... ja, veraltet halt. Außer... ich konnte kein Speed kriegen, aber das bezweifle ich eigentlich auch. Das ist ein simples Minispiel und kein Mario. Da wird es kein Speed geben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier auch wieder einige Fails geben wird. Das bei so unnötigen Games, ey. Echt scheiße, oder? Gehen wir mal da lang. Boah, jetzt hat er sich erst in letzter Sekunde entschieden. Aber das Ding fällt natürlich auch immer dahin, wo ich hinschaue. Und was soll denn der Scheiß? Ich bin doch gesprungen! Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man, es sieht so aus, als springt man voll weit. Aber das ist nicht der Fall. Da muss man wirklich ganz, 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 ganz vorne stehen und in der letzten Millisekunde abspringen, damit man den nächsten Plattformer da erreicht. Ist das eine Scheiße? Das ist noch vorgegeben, das schafft man locker. Und jetzt hier? Oh Gott. Ja, nee, geh da rüber! Das war auch nur sehr, sehr knapp.
Klar, man muss auch immer richtig stehen, aber komm, daran kannst du doch nicht jedes Mal gelegen haben. Na also, jetzt noch den Windsack, komm, hol ihn dir. Und jetzt beende den Dreck. Boah, war das knapp. So eine Scheiße, echt. Also nicht viel Kohle bekommen, aber wir hatten ja auch keine Vorgabe. Wir mussten es einfach nur schaffen, Gott sei Dank. Und trotzdem 16? What? Also kriegt man 10 für den Abschluss und dann kann man noch einen Bonus kriegen oder was? Für die Sachen, die man eingesammelt hat. Okay, cool. Nice to know. Eine Münze und wir haben wieder ein Up. Und wir müssen unsere Ups auffüllen, weil wir haben einige verloren in diesem Part. Bin schon sehr gespannt, wie das in Welt 4 aussehen wird. Oh Gott, das sieht schon alles so düster aus. Ich glaube, da werden wir nochmal richtig geowned. Oje, oje. Na gut, in der Gesamtabrechnung haben wir nur einen Up verloren. Nicht schlecht. Bleiben wir dran und packen mal die Insel. Bis bald.